Im Jahr 79 bricht der Vulkan Vesuv am Golf von Neapel aus und begräbt unter seiner Asche die Stadt Pompeji. Die dicken Ascheschichten haben Pompeji über Jahrhunderte hinweg konserviert, sodass die gesamte Stadt heute das wohl am besten erhaltene Zeugnis der antiken römischen Kultur ist. 1853 werden der Legende nach erstmals Kartoffelchips zubereitet. Der Koch George Crumb kreierte besonders dünne frittierte Kartoffelscheiben, weil sich ein Gast mehrmals über seine zu dicken Braterdäpfel beschwert hatte. Und das geschah in Österreich. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 1994 deponiert Franz Fuchs eine Sporttasche mit einer Rohrbombe vor der zweisprachigen deutsch-slowenischen Rennerschule in Klagenfurt. Ein Anrainer beobachtet die Szene und schöpft Verdacht. Gegen 0.40 Uhr alarmiert er die Polizei. Wenig später treffen die Beamten vor der Schule ein. Unter ihnen ist der Sprengstoffspezialist Theo Kelz, der die Vermutung äußert, dass es sich um eine Bombe handeln könne. Um sicher zu gehen, will er sie in der Röntgenstraße am Flughafen Klagenfurt durchleuchten. Mit der Bombe im Auto fahren die drei Polizisten quer durch die Stadt zum Klagenfurter Flughafen. Dort angekommen, kommt es um 3 Uhr zur Katastrophe. Die Bombe explodiert und zerfetzt Theo Kelz beide Arme. Einer seiner Kollegen wird durch Splitter an der Schulter verletzt. Franz Fuchs hatte den Zeitzünder auf 3 Uhr morgens eingestellt, was dem Sprengstoffexperten zum Verhängnis wurde. Der dritte Beamte, der nur leichte Verletzungen davonträgt, leistet sofort erste Hilfe und rettet Kelz dadurch das Leben. Sechs Jahre später, im März 2000, werden Theo Kelz in einer spektakulären 17-stündigen Operation in der Universitätsklinik Innsbruck zwei neue Hände transplantiert. Zuvor hatte der Polizist bereits Dutzende Transplantationskliniken auf der ganzen Welt kontaktiert, blieb dabei jedoch lange Zeit erfolglos. Denn die gleichzeitige Transplantation von zwei Spenderhänden war zum damaligen Zeitpunkt weltweit erst ein einziges Mal durchgeführt worden. Schließlich erfüllt ein Ärzteteam rund um den Chirurgen Raimund Markreiter Theo Kelz den Wunsch nach neuen Händen und sorgt damit für eine medizinische Sensation. Der Polizist kämpft sich in der Folge durch gut 5000 Therapiestunden und schafft es tatsächlich, seine neuen Gliedmaßen zu 80% funktionsfähig zu machen. Die Polizei ermöglicht ihm den Wiedereinstieg in den Beruf. Außerdem kann Kelz schon bald wieder seinem Hobby nachgehen. Mit dem Motorrad bereist er in den Jahren nach der Operation mehrere Kontinente. Die Fahrten dienen einem gemeinnützigen Zweck und sollen auf die humanitäre Aktion Helping Hands Giving Life aufmerksam machen, die gegen den Hunger in der Welt kämpft. Von dem schweren Schicksalsschlag von 1994 hat sich der sozial engagierte Theo Kelz also nicht unterkriegen lassen.